Über WhatsApp wurde eine Frage zur Depotabsicherung gestellt. Frage, die in diesen Tagen häufiger gestellt wird. Sie ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen und deshalb dranbleiben. Sebastian S. hat über WhatsApp eine Frage gestellt, die in diesen Tagen wieder häufiger aufkommt. Es geht um Depotabsicherung, denn der eine oder andere macht sich in diesen Tagen so ein bisschen Sorgen. Ich lese die Frage mal vor. Es geht darum, ob du vielleicht ein Video machen könntest. Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, ob ich mein Depot vor möglichen Kurseinbrüchen absichern soll. Nur, wie mache ich das? Auf was soll ich achten? Mit welchen Produkten setze ich sowas am besten und kostengünstigsten um? Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die aber alle mehr als berechtigt sind. Fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Depot vor Kurseinbrüchen absichern will grundsätzlich irgendwie jeder. Das ist das große Problem. Jeder hätte ganz gerne bei steigenden Märkten natürlich sein Kapital voll investiert und das Ganze mit nach oben zu nehmen, aber bei Verlusten möglichst nichts irgendwie von Verlusten mitbekommen. Und das ist die Krux einer ganzen Geschichte. Es geht halt nicht beides. Und wenn man halt genau weiß, wann man vermutlich einen Kurseinbruch haben wird, und ich dementsprechend meine Absicherung eben für eine Woche mache, dann ist es durchaus intelligent und macht auch durchaus Sinn. Wenn ich aber mal ganz pauschal sage, ha ja, ich will mich halt vor Kurseinbrüchen schützen, dann schütze ich mich umkehr auch vor Kursgewinnen. Das muss man einfach verstehen, weil man einfach ganz klar, wenn man dauerhaft Vollkasko versichert ist, wird man halt in dem Fall an der Börse damit kein Geld verdienen. Und der nächste Punkt ist, was vielleicht, wenn wir uns allgemein noch anschauen, auch wichtig ist, wenn man mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, wann es turbulent zur Sache gehen wird, weiß das jeder. Dementsprechend ist es dann das Risiko auch höher, die Risikoprämie wird höher, denn so eine Depotabsicherung ist ja Versicherung. Und ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Versicherung gegen Hochwasser. Wenn du halt an der Nähe vom Staudamm wohnst oder in der Nähe von einem Fluss, der jährlich über die Ufer tritt, dann zahlst du halt eine relativ hohe Prämie. Wenn du irgendwo in der Wüste deine Zelte aufgeschlagen hast, wirst du halt für eine Hochwasserversicherung wenig bis gar nichts zahlen müssen. Das heißt, konkret, wenn wir beispielsweise in den letzten Jahren ein Brexit-Referendum steht vor der Tür, eine US-Wahl steht vor der Tür, beides Faktoren mit eher ungewissem Ausgang, dann wird die Versicherungsprämie auch in diesem Fall ansteigen? Kann man das so mehr oder weniger pauschal sagen? Und wenn ich dann halt 3 Tage vor diesem Ereignis meine Versicherung, jetzt bleiben wir einfach bei der bildlichen Sprache, abschließe, kann es sogar sein, jawohl, ich versichere mich gegen einen fallenden Markt, der Markt fällt. Dadurch, dass aber die Versicherungsprämie so hoch war, habe ich kaum eine Absicherung. Und das ist einfach das Schwierige an der ganzen Geschichte. Also es klingt immer ganz schön und pauschal. Es wird auch häufig von vielen irgendwo groß prognostiziert und erklärt. Ich sichere mich ab, ist egal wie es läuft. Ich bin immer ganz cool und ganz ruhig. Es funktioniert halt leider so nicht. Denn genau, wenn man kurz vor so einem Ereignis das Ganze macht, dann frisst die Versicherungsprämie die Absicherung sehr häufig komplett oder großenteils auf. Wenn ich das schon 3 Wochen vorher mache, je länger die Laufzeit ist, die ich absichere, je schwieriger wird auch das, weil auch eine längere Laufzeit kostet eben entsprechend auch Geld. Dann sagen wir mal, okay, Komplettabsicherung, also in deinem Fall die Vollkasko-Versicherung brauche ich nicht unbedingt. Kleiner Selbstbehalt ist durchaus drin. Ja. Macht das dann Sinn? Beispielsweise, es gibt ja auch Hebelprodukte, wo ich dann eben gehebelt mit einem geringeren Einsatz zumindest Teile des Depots absichern kann. Macht das Sinn? Das ist durchaus möglich, aber auch da mache ich das fürs ganze Jahr. Da muss ich aufpassen, dass ich keine Beratung, keine Empfehlung durchgehe. Aber wenn man sich mal durchrechnet, weil wenn dieses ganze Jahr dieses Ereignis nicht eintritt, verliert dieses Produkt einfach an Wert. Und da muss ich mir einfach ganz klar sein, wie viel ist es mir wert, dass ich ruhig schlafen kann. Und wenn die Absicherung halt die Hälfte von meiner Performance frisst, ist die zweite Alternative zu sagen, ich investiere nur die Hälfte. Und das restliche Geld lege ich relativ konservativ an. Also auch da muss man einfach mal spielen. Jetzt geht es auch schon auf die Frage, mit welchen Produkten machen wir das? Das wird ein relativ langes Video, weil es gibt theoretisch bei uns Optionsscheine und Knockout-Produkte. Da muss man sich auch entscheiden, ab welchem Punkt möchte ich denn das Ganze absichern? Denn ich sichere es nicht ab dem aktuellen, sagen wir gerade einen DAX-Stand von 11.513. Wenn ich ab dem Punkt absichern möchte, dann wird es halt auch teuer. Wenn ich, du hast gerade Selbstbehalt angesprochen, ein bisschen Puffer noch drin habe und sage, erst ab 10.000, wenn es da drunter geht, dann will ich mich absichern, dann ist es wieder vertretbar. Und ich würde sagen, wenn der Wunsch da ist, dass man genau diese 2 Produkte mal genauer durchleuchtet mit dem aktuellen Beispiel, auch das wird dann keine Empfehlung, keine Beratung sein, aber dass man mal greifbar hat, und dann kann sich jeder selber Gedanken machen, lohnt sich das nicht, dann einfach mal hier abstimmen, ein kleines Ja, Daumen hoch. Genau. Und dann also sehr gerne. Wir können natürlich dann auch im nächsten Schritt noch über Zertifikate sprechen, die natürlich von vornherein
einen gewissen Risikopuffer teilweise mitbringen. Auch die Möglichkeit. Müsste man sich dann eben vorher überlegen, ob man das möchte. Deshalb ganz wichtig, falls wir uns das noch näher anschauen sollen, gerne einfach wieder Kommentar hier lassen, Frage reinschreiben, welches Produkt, welche Absicherungsprodukte sollen wir uns konkreter ansehen. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und dir wieder an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Gerne.